Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen von euch gewünschtem Video. Nein, es geht nicht um Final Destination, sondern um ein kleines Tutorial, sagen wir mal, ist es jetzt. Und zwar geht es darum, ja, Texture Packs, HD-Texture Packs zu installieren. Da hat mich einer gefragt, ob ich da nicht ein Video davon machen kann. Ich habe mir gedacht, gut, mache ich das. Und alle Programme, die ihr dafür braucht, also es ist eigentlich nur eins, werde ich unten nochmal reinstellen. Ja, jetzt hat sich es wieder in Basisschema geändert, kennen wir ja mittlerweile. Und dann könnt ihr euch den neuesten HD-Patch einfach runterladen. Ich werde jetzt nicht die Originalseite angeben, weil ich keinen Bock habe, das. Jawohl. Ja, ich werde die Originalseite angeben, das ist, glaube ich, doch leichter zu finden. Und dann könnt ihr euch den HD-Patch herunterladen und dann habt ihr das ganz einfach beieinander. Wir haben hier Minecraft, ich gehe jetzt mal rein. Nicht wundern, ich habe noch das alte Login-Dingsens und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil mir das, ich finde, da verbindet das sich leichter als mit dem alten oder mit dem neuen beziehungsweise. Und jetzt sehen wir ja, Mods und Texture Packs sind zwar welche da, aber wenn ich eins anklicke, hängt sich Minecraft auf. Genau. Jetzt müssen wir natürlich wieder Java-Prozess beenden, Prozess beenden, zack, fertig. Damit es nicht passiert, gehen wir ganz einfach unter Ausführen Minecraft, dann unter Texture Packs, hier sind die Texture Packs und eben der MC Patcher. Den Pfeil oder diesen Pfeil, den werde ich nicht, kann ich euch nicht leider in die Videobeschreibung reinkopieren. Ihr müsst einfach unter, es ist ganz einfach, unter Ausführen, dann Prozent App Data Prozent, das kann ich euch dann später auch nochmal. Ja, reinschreiben unten, wie es eben genau geschrieben wird. Einfach auf OK klicken, dann kommt ihr in den Roaming-File, dann geht ihr auf Punkt Minecraft, dann auf Texture Packs und hier fügt ihr dann quasi eure HD-Texturen-Pakete ein oder generell alle Texturen-Pakete. Aber beim HD-Texturen-Paket müsst ihr eben noch patchen. Ihr müsst es jetzt normalerweise nicht hier reintun, so wie ich, sondern könnt es auch auf dem Desktop lassen, einmal installieren quasi und fertig. Aber ich habe ihn da drin, weil dann kann ich es einfach immer machen. So, wir klicken da drauf, ausführen, bla bla bla. Dann lädt er. Und das ist im Moment der neueste oder aktuellste, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es auch schon wieder einen anderen oder auf alle Fälle funktioniert der auch. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist auf Patch zu drücken. Und können wieder schließen, können alles wieder schließen und können wieder in Minecraft reingehen. Dann öffnet sich's und ihr habt es eh schon gesehen, es ist jetzt gleich automatisch das Mises installiert, weil wir das ja vorher angeklickt haben und dabei hat sich's aufgehängt. Deshalb ist jetzt das eben drin. Wir können mal noch Vollbild machen. Wir können auch dann jetzt ohne weiteres andere verwenden. Das dauert halt immer ein bisschen. Im Moment spiele ich ja immer mit einem Fusseltexturenpaket, weil ich das wie gesagt eigentlich im Moment am schönsten finde. Und wir können da jetzt einfach mal auf irgendeinen Server gehen. C, Tschüss, V, Connection. Schauen wir mal, ob wir einen Platz haben. Und ihr seht, es funktioniert alles. Und warum ist immer dann ein Telefon, wenn ich da bin? Naja, gleich, bis gleich. So, jetzt sind wir wieder da. Hier zurück bei Minecraft Online. Und ich wollte euch eigentlich nur noch zeigen, wie das aussieht so. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen verblüfft. Wir hatten hier schon wieder so schöne Sachen gebaut. Sieht sehr nach ein bisschen nach einem Cobblestone-Generator oder sowas aus. Ich will es aber eigentlich gar nicht genauso wissen. Naja, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Naja, auf alle Fälle, ihr seht, es funktioniert wunderbar. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Der Link zu dem Patcher steht wie gesagt unten drin. Bei weiteren Fragen einfach mir per PN oder am besten, ja, am besten unter dieses Video einen Kommentar damit schreiben, weil es einfacher geht, dann weiß ich auch, worum es geht. Und beim ja, PN, also, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich werde jetzt hier vielleicht doch noch ein bisschen spielen, mal schauen. Andererseits, mal schauen. Also, wir sehen uns dann gleich wieder oder beim nächsten Video. Also. Bis dann. Tschaußen. Subscribe.